kam diese Fahrer auf mich zu. Wir haben uns dann irgendwie getroffen. Die hatten halt auch so ein Telefon, wo halt auch meine Nummer war. Und sich angerufen und haben uns getroffen. Und dann meinten die halt zu mir, ja, wir könnten halt irgendwie nach Holland fahren. Aber sie hätten kein Geld. Und ich müsste ihnen das Geld mitgeben und so. Und das ist für mich wieder so ein Ding, Alter. Das geht nicht so. Also bin ich mitgefahren nach Holland. So. Dann zusammen rübergefahren. So. Ich habe dann immer auf irgendwelchen Industriegeländen gewartet. Gechillt, so, die kamen immer mit irgendwelchen Säcken an, weil die ja alle keine Ahnung haben vom Kiffen. So. Habe ich dann immer das Zeug kontrolliert, ob das gut ist oder nicht so gut ist. Und dann haben wir das dann halt wieder hier rübergebracht. Mhm. Bei denen, die sind dann halt auch irgendwann an ihr Limit gekommen. Es waren auch schon ältere Leute so, die hatten auch keinen Bock mehr auf den ganzen Stress. Man musste zweimal in der Woche runterfahren so. Und dann bist du halt auch wirklich hin, hast das Zeug geholt, ohne zu schlafen, auch gleich wieder zurück. Die haben es dann auch irgendwann lange nicht mitgemacht so. Dann haben sie mir jemanden vorgestellt so. Auch sehr wichtiger Mensch für mich in meinem Leben so. Einer der coolsten Großticker, die ich kennengelernt habe so. Ein richtig cooler Typ so. Ist Russe oder, ja, ist Russe. So, ich habe ihm den Spitznamen Valuyev gegeben so. Meine erste Begegnung mit ihm war auch sehr seltsam. So. Ich bin in sein Auto eingestiegen und er saß da mit Lederhandschuhen. So. Und alle Filme, die ich vorher gesehen habe, waren immer so alles eiskalte Russen. So, weißt du? Und ich steige dann halt ein bei ihm im Auto, so. Er redet nicht viel. So. Die haben mir halt nur gesagt, wo ich hin muss, wie sein Auto aussieht und steig da mal ein. So. Weißt du? Man weiß immer nie, wo man landet, Alter. Auf jeden Fall sitze ich in dem Auto, ich habe Überfilm. Ich habe gedacht, habe ich irgendwas falsch gemacht? So, habe ich irgendwelche Scheiße gebaut? Irgendwas? Nein, Geld, alles gegeben, nie was erzählt, irgendwie. Ja, keine Ahnung, so bin er mit ihm losgefahren. So, ja, die ersten, weiß ich nicht, Kilometer hat er kein Wort mit mir geredet. Und ja, und ab da dann auch so, hat sich auch eine sehr gute Freundschaft entwickelt. So, er hat mir halt auch viele Sachen mit auf den Weg gegeben. Meinte zum Beispiel auch, so ein Satz, der kleben geblieben ist, er meinte immer, ein guter Freund wird nie ein guter Geschäftspartner. Aber aus einem guten Geschäftspartner kann ein guter Freund werden. Und genau so war das bei ihm so. Weißt du, ich habe den auch lange gebraucht, um diesen Satz zu peilen, so, aber irgendwann, als ich es innehatte, habe ich ihn auch nie wieder vergessen. Und so war das bei uns. Ja. Wir haben uns richtig gut verstanden, sind dann auch immer runtergefahren, zusammen alles geklärt. So. Ja. Und irgendwann war er dann auch weg. So. Sie ihn auch erwischt. Ja, und nebenbei, ja, wie gesagt, nebenbei sind halt auch viele Sachen passiert. Ich habe, als ich, zwischendurch wurde ich halt auch mal erwischt, bei anderen bescheuerten Sachen so, einfach weil ich naiv und auch behindert bin manchmal so, und musste dann halt auch rein, für knapp 2 Jahre so. Bin vom offenen Vollzug gestartet so, auch als, kurz bevor ich mich freiwillig gestellt habe, sind wir noch zum Kudamm gefahren und haben bei Nike Town noch Jordans gekauft. Ich konnte mir leisten, einfach jeden scheiß Schuh zweimal zu kaufen. Ich habe jeden Schuh in zweifache Ausführung geholt, damit ich einfach, falls es dein Lieblingsschuh wird, so, dass du den halt nochmal in sauber hast, falls der kaputt geht, so, weißt du? Und hab dann meinen Tick so gehabt. So, das war auch einer der einzigen Ticks, so, was ich mir auch teilweise gegönnt habe. Und hab noch Jordans gekauft und ich habe richtig viel gekifft. So. Und wusste damals auch gar nicht, wie viel ich da kiffe. So, einfach nur richtig viel gekifft und hab mir noch einen richtig fetten Joint geballert vorm Tor unten. Bin dann rein, hab meine Zelle zugewiesen bekommen. So, hatte auch keine Ahnung, wie das da alles abläuft. So, man muss eigentlich, sobald man da drin ist, muss man eigentlich funktionieren. So, sonst wird es schwierig. So, sobald du da aneckst, so, kriegst du richtige Probleme, weil diese Beamten nur darauf warten, dich abschießen zu können Richtung geschlossenen Vollzug. So, und ja, weil ich da auch alles hatte, so, ich hatte halt einen Kumpel draußen, wir hatten ja Kohle, so, hat er mir alles reingebracht, was ich wollte. Ich hatte Fernseher, alles, Essen vom Feinsten, so, man durfte das immer vorne an der Pforte abgeben, so, wurde man runtergerufen, so, und dann konnte man sich den Scheiß da abholen, so. Das hat die auch irgendwie gekratzt. Ich hatte auch so einen ekligen Typen. Ja, auf jeden Fall war das ein mieser Typ so und der hat es dann auf mich auch abgesehen gehabt. So. Der hat halt gesehen, ich bin schon richtig oft vorbestraft, doch hatte halt immer Glück, dass ich nie verurteilt wurde, so, weil ich halt auch nicht blöd bei Gericht war. So. Ich wusste schon, was ich dazu sagen habe und wie ich mich dazu verhalten habe und so, und bin immer gut durchgerutscht.
irgendwann war es halt dann so weit, dass ich da mal hingegangen bin zum Gerichtstermin und auch keinen Bock mehr hatte, irgendwie mich krass vorzubereiten. Ich bin dann immer mit meinem scheiß Ordner da hingekommen, so, wo ich dann dem Richter erzählt habe, wenn er dich fragt, was hast du denn jetzt vor, wenn ich dich draußen lasse, so, dann hast du dem erzählt, ja, ich will jetzt das Projekt machen und das und da bin ich schon eingeschrieben und kann daran teilnehmen und bla. Und dann erzählst du denen halt noch irgendwie ein paar Zukunftsvisionen und dann hast du halt gute Möglichkeiten, durch irgendeinen Paragraph dann wieder Bewährung zu bekommen. Und dann war dann halt wieder so ein Tag, wo ich halt überhaupt gar keinen Bock hatte, irgendwas zu sagen. So. Ich hatte gar keinen Bock, diese ganze Scheiße wie zum 20. Hund, weiß ich nicht, wie oft ich da war, vorzutragen. So. Ich hatte einen guten Anwalt, ich hatte Geld, ich habe diesen guten Anwalt bezahlt, bin reingegangen so, in diesen Gerichtssaal, war mir meiner Sache auch eigentlich ziemlich sicher. Und dann kam halt diese Frage wieder so, was machst du, wenn ich dich jetzt draußen lasse? Und ich sagte zu ihm, ich habe keine Ahnung, was ich mache. So. Und dann meinte er halt irgendwie so, ja, dann brauche ich dich auch nicht draußen lassen. So. Und dann bam, Hammer so. Und dann haben sie da diese Strafe ausgesprochen. Ich gucke meinen Anwalt an, so, meine Anwältin auf jeden Fall. Und sie guckt mich auch so komisch an, so nach dem Motto, was hast du da gerade gesagt? So? Und ich habe sie dann geguckt, so nach dem Motto, ey, ich habe doch viel bezahlt, Alter. So. Ich muss doch da jetzt irgendwie wieder rauskommen. Du musst das jetzt klären, Alter. Und dann kann man ja zum Glück noch Berufung einlegen. Aber sie meinte auch, dass ich da irgendwie keine Chancen habe. Sie konnte noch mal 6 Monate rauszögern. Und dann musste ich halt rein. Ja, wie gesagt, ich war ja dann drinne. Dann hat dieser Typ mich auf den Kicker gehabt. Dann hat er mich irgendwann zu diesem Erstgespräch reingerufen. So, hat meine Akte halt durchgelesen, hat halt irgendwie das Gefühl gehabt, er müsste mir jetzt mal Grenzen aufzeigen, bla. Dann hat er mir so ein paar Fragen gestellt. Und auch da wusste ich nicht, wie man wieder richtig antwortet. So. Ich hätte halt voll Reue und Einsicht und die Fehler bei mir sehen müssen. So. Aber nein, ich habe so gesagt, wie ich es gefühlt habe. So. Weißt du, auch viel ist auch durch die Umstände einfach passiert. So. Manche Sachen, natürlich habe ich sie damals anders gesehen und habe vielleicht auch manchen Parteien zu Unrecht die Schuld gegeben. So. Aber am Ende war alles so, wie es war. Ja, dann habe ich ihm das halt so gesagt und dann saßen noch 2 Leute in der Ecke, so, die ich erstmal gar nicht so registriert habe. So. Das waren dann am Ende, habe ich gelesen, dass das 2 Therapeuten waren, denn die dann alle zu dritt beschlossen haben, dass ich für den offenen Vollzug nicht geeignet bin. So, dann bin ich Abgangszelle gekommen. War dann auch erstmal so, wie jetzt geschlossene Tegel, so größte Knast, so damals, also ich glaube jetzt Russland hat einen größeren, aber so ist eigentlich einer der größten Knäste Europas, so. Ist schon ein halber Bezirk, Alter, so das Ding funktioniert intern alles von selber, die haben da eine Küche, die haben alle, Kirche, die haben alles Mögliche da drin, Alter, funktioniert echt von selber, so und dann hieß es halt, du musst dahin, so. Dann habe ich noch angefangen, voll schnell zu trainieren, so, weil man weiß auch nie, wen man da drinnen trifft, so, weißt du, kann ja dein größter Feind sein, irgendwas von draußen, ich habe mir draußen nicht nur Freunde gemacht, so, weißt du. Ja, und noch voll angefangen, schnell zu trainieren, als würde ich jetzt noch schnell einen Buddy bekommen, so. Und dann haben sie irgendwann mich verfrachtet in den Wagen und dann ging es Richtung Tegel, so. Und keine Ahnung, ja, für mich kam das vor wie so eine Kindergeschichte, so, die mir als Kind erzählt wurde von irgendeinem Jungen, er hat so eine Erbse im Boden gemacht, so, und dann ist da so eine Pflanze gewachsen, er ist hochgeklettert und war auf einmal in so einer Welt von so einem Riesen, so. Und genauso kam ich mir da auch vor, Mann. Die Türen sind so riesig von Tegel, Alter. Du hörst eine Minute später noch, wie sie ins Schloss gefallen ist. So richtig bam, Alter. Du guckst hoch, du denkst, eigentlich müsste ein Riesen durch diese Tür laufen. Ja, ist doch nicht für normale Menschen gemacht, Alter. Dann komme ich da auf diesen Hof so. Und dann pfeift auch schon jemand. Said, so nach ein paar Metern. Ich dachte, bitte lass nicht ein Feind sein, irgendwas jetzt. Mann, gleich erster Tag, so Action, du weißt doch. Mann, das ist auch drin, ist Knast, ist auch nochmal anders, so, weißt du, du bist wirklich da, wirst du auch zum Mann, nicht, weil dir da irgendwie krasse Sachen oder irgendwie beigebracht werden, aber weil du auf dich allein gestellt bist, so, da kannst du keinen rufen, Dicker, da sind Mauern, dich hört keiner, du kannst schreien, du kannst machen, was du willst, du bist eingeschlossen, so, ab da ist vorbei. So, da kannst du auch keinen Bruder rufen oder sonst irgendwann rufen. Nein, du bist allein in deiner Zelle und alle anderen sind hinter dieser Mauer, Dicker. Wo diese Typen noch oben stehen mit diesen Kackgewehren auf diesen Kacktürmen. So. Und ja, das heißt, du musst auch überall alleine durch. Und wenn du dann da reinkommst, frisch, Dicker, und da ist irgendwie dein Feind schon und hat vielleicht da schon 3, 4 Leute, mit denen er down ist, so, dann machen die dich klar, so, weißt du. Ja, aber ich hatte Glück, es war kein Feind, so. Es war Mohammed. So.
hat sich der Kreis auch wieder geschlossen. Natürlich war er noch ein bisschen angepisst, weil ich draußen mein eigenes Business gemacht habe, dann ohne ihn, aber wir haben das hinbekommen, so. Es war alles cool. Für mich war das eigentlich eine Verschlechterung meiner Situation. Ich komme aus dem offenen Vollzug. Bin aber in Tegel sozusagen gestartet unter den besten Voraussetzungen. Also das heißt so, da wo ich gestartet bin, kommen die Leute hin, die kurz vor dem offenen Vollzug stehen. Für mich war scheiße einfach, Mann. Im offenen Vollzug war so ein Kackzaun, der mich von der Freiheit getrennt hat. So, ich hatte immer das Gefühl, ey, wenn ich jetzt wirklich will, so, Dicker, dann springe ich über einen Zaun und dann bin ich weg. Weißt du? Da war so Mauern, Dicker. Die sind so weit oben, Alter. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Naja, auf jeden Fall so hat er mir versucht zu erklären, dass es mir jetzt eigentlich ganz gut geht und so. Weil drüben und so in Haus 2 und da und bla, es ist alles ein bisschen enger. So. Er hat mir erzählt von so einem Haus, so, wo du drinnen sitzt und du kannst nicht mal deine Arme ausstrecken. So. Er sagt so breit, so ungefähr. Du kannst nicht mal deine Arme so ausstrecken. So. Schon crass, so. Muss die ganze Zeit so. Ja, und aber trotzdem war das für mich scheiße, ja, weil ich war nicht in diesem Haus so. Und wir Menschen funktionieren immer komisch so. Wir sehen alles scheiße, bis es noch beschissener ist. So. Und dann wünschen wir würden es nur wieder scheiße sehen. Ja, und von Haus 6, dieser miese Eklige hat mein Vollzugsblatt geschrieben und hat irgendwas dazu reingeschrieben. Keine Ahnung, bitte malträtiert ihn oder keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall, jedes Mal da, wenn ich bei irgendeinem Beamten wieder mein Erstgespräch hatte, so, war gleich miese Stimmung so. Ich bin von der besten Situation denn auf diesen zu Haus 1 gekommen. So. Da kommst du an, wenn du U-Haft kommst. Genau, wenn du von der U-Haft kommst, dann kommst du da, Haus 1 startest du da. Ja, dann bin ich da hingekommen und wie gesagt, ständig das Gefühl, dass sich meine Aktie verschlechtert. Ich hatte draußen eine Freundin, was auch richtig Problem war, so. Du hast halt voll die Filme, so. Das Erste, was ich halt gehört habe, so von so einem Typen drin, der sagt, wenn du draußen eine Freundin hast, trenn dich jetzt, so. Es wird leichter für dich und so, glaub mir. So, aber ich war verknallt, so, draußen war meine Liebe, so, warum soll ich mich von ihr trennen, so. Aber irgendwann, ich habe gepeilt, wie schwierig das ist, so, ja. Du hast dann halt immer Augenblicke, wo du telefonieren darfst, das waren bei uns 3-mal am Tag, so. Ich hatte dann irgendwann nur noch eine Stunde Aufschluss am Tag, weil ich auch wieder mich verschlechtert habe und schon wieder auf so ein beschisseneres Haus gekommen bin mit noch behinderten Regeln so. Eine Stunde Aufschluss am Tag, wo man halt rumlaufen konnte und dann nochmal 3-mal kurz, so 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann muss man sich vorstellen, sind da so 24 Zellen auf einer Etage so. Dieser Typ kommt wieder, fängt irgendwo an. Du hast halt immer gehofft, dass er irgendwo in deiner Nähe anfängt, so damit du... Weil 24 Leute, aber ein Telefon, so, weißt du? Es war schon Sprinten, Dicker, so, weißt du? Ja, auf jeden Fall gehen die Türen auf, Wettrennen beginnt so, wer halt erstes immer an diesem Telefon ist, so. Und dann hast du halt nur wenig Zeit, du kannst ja wegen sowas auch Schlägerei bekommen. Das löst auch Schlägerei aus, wenn irgendjemand auch telefonieren will, Mann. Das sind die normalsten, menschlichsten Bedürfnisse, mit irgendjemandem zu sprechen, dem du was wert bist, so, weißt du? Warst ja halt nur diese paar Minuten. Und eigentlich ist ja eigentlich jedem gegönnt so, aber es kann halt nur, weil ein beschissenes Telefon nur da ist, immer halt nur einer telefonieren. Und dann hast du halt ganz kurze Gespräche, nur um alles zu klären so. Und wenn du dann irgendwo hörst, so, deine Freundin ist auf irgendeiner Party und sie zu mir gesagt hätte, ich gehe auf eine Party, hätte ich nicht Nein gesagt. Hätte ich gesagt, ja, bla, bist du dann und dann zu Hause und so, alles cool, bla, ruf mich an, wenn irgendwas ist, so, dann ist alles in Ordnung. Wenn ich sie da auf einer Party gehört habe, bin ich in meine Zelle gegangen und habe gedacht, oh, bam, was da jetzt draußen läuft, so, weißt du, du kriegst die miesesten Gedanken, du bist ja nur mit Denken, mit diesen 8 Quadratmetern, Dicker, du bist alleine, du denkst nur nach. So, du hast dich selber, Dicker, du hast dich in eine beschissene Situation gebracht, Alter. So, und auch eingeschlossen mit lauter Idioten. Wie gesagt, da drin sind nicht die Schlausten, so, die wurden alle erwischt. Alles behinderte Menschen, Alter. Mit denen ich auch nichts zu tun haben wollte. Mein Bruder hat gesagt, wie gesagt, er hat seine 6 Jahre ja runter, so, weißt du. Hat mir mal gleich gesagt, wenn du da gut durchrutschen willst, sagt er so, hab mit keinem Kontakt, mit keinem, rede mit keinem. Es ist richtig schwierig, weil du irgendwann auch anfängst, nur mit dir selber zu reden. Du hast das Gefühl auch manchmal, du wirst echt bescheuert. So. Dann war dieser Fernseher war zum Glück noch Rettung, wobei auch nur behinderte Kacke lief, ja, wenn du dann irgendwie guckst, irgendeine scheiß Talkshow und die quatschen über ihre Kackprobleme. Ich hab 3 Pickel am Arsch, ich weiß nicht, wie ich die wegkriege, was sagst du, Vera, dazu, bla. Und dann denkst du, sitzt gerade im Knast, du hast richtige Probleme und da sitzen Leute im Fernsehen und reden über so eine Scheiße, Alter. Und das Schlimmste, was eigentlich war, war dieser Zachal.
Das ist so ein Koch. Zachal hat so ein Bart, so, der geht so runter, ja. Zachal hat jeden Tag um 16 Uhr was gekocht. So. Wenn wir unser Essen bekommen haben, hat auch Zachal gekocht. Nur unser Essen sah nicht aus wie bei Zachal. Ich habe jedes Mal diesen miesesten Abturn gehabt. Er macht bam, bim, bam, Küche, dies, da, bub. Ich komme mit meinem Napf, Alter. Diesen scheiß Fraß, Alter. Diesen scheiß Knastfraß, Digga, den du am liebsten auf dem Flur gegessen hast, weil er eine ganze Zelle vollgestunken hat, Alter. Diese scheiß Suppe am Freitag zum Beispiel. Die ganze Zeit hat nach Salz gerochen. So eklig, ekliges Zeug. Ja. Gab's auch, lustig, Digga, bin ich das erste Mal U-Haft gewesen, so. Komm ich rein, Digga, krieg ich so Toast. Toast, bisschen Butter und so Marmelade in so eine Tupperdose, so. Ich komme in die Zelle, so. Ich denk so, ja, keine Ahnung, ja, du sitzt, guckst, Quatsch kurz mit, also, was heißt Quatsch, du redest eigentlich gar nicht mit dem Typen, da sitzt so ein anderer Typ in der Zelle, setzt dich kurz hin, so, guckst Situation, dies, das, und dann irgendwann langweilig, denkst du, okay, fange ich an zu fressen, so. So, baller mir Toast, baller mir die Fettmarmelade rauf, einmal dreht der Typ durch, so, Schock, was los? Die muss für eine Woche reichen! Richtig mies ausgeflippt, so, ja. Ich hab einfach meine ganze Wochenmarmelade auf einen Toast geballert, Digga. So, ja, ein kurzer Auszug wegen Essen, so. Ja, damals gab's auch noch keine Kühlschränke, so, im Knast, so. Das heißt, so, du hast dein Essen bekommen für den Tag. Und wenn du cool warst, bist du frühst morgens aufgestanden durch irgendeinen glücklichen Zufall, wie auch immer. Ansonsten ist dir über den Tag so hinweg, die Sachen, die du versucht hast, abends in da zu kühlen auf dem Fensterbrett, sind die morgens in der Sonne einfach runtergeschmolzen. So, wenn du zu spät aufgestanden bist, hat deine Butter erstmal einen Abflug gemacht, Alter, mit dem Käse, Alter, um die Wette so, bupp. Und dann hast du unten diese scheiß Raben, weißt doch, was ich meine, diese Kackraben, für die war Schlaraffenland, Alter. Jeden Tag diese Kackraben, Dicker. Die ganze Zeit ist deine Scheiße, Mann, die haben dich wach gemacht, wach gehalten, aber denen ging es gut, Alter. Schlimmsten, dann meistens gab es so einen ekligen Aal, den hat jeder aus Fenster geballert, Alter. Da gab es Fischregen, Digga. Das war so echt so, keine Ahnung, wer sowas ist, Alter, keine Ahnung. Dann hatte ich noch so einen komischen Typen, der mich auch immer genervt hat. Der hat dann über 4 Monate lang hat er immer jeden Tag Abschiebung! Abschiebung! Jeden Tag an seinem scheiß Fenster, Digga. Du musst ja auch jede Krise von jedem Spasten mitmachen, Alter. Ist ja auch, du kannst es dir nicht mehr aussuchen, mit wem du rumhängst, so. Ja, wie gesagt, ich war ja eigentlich auch drinne. Also ich wurde ja abgeschossen, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, weil mein UK-Wert zu hoch war. Ja? UK ist Urinkontrolle. Jeder, der kifft beim Autofahren mittlerweile ja auch schon in so eine Kontrolle gerät, weiß, wovon ich rede. Gibst deine Pisse ab, dann an diesem Wert wird auf jeden Fall dann dein THC-Gehalt gemessen. So. Und die haben mich aus dem offenen Vollzug, haben sie mir halt auch Pisse abgenommen. Und wie gesagt, ich habe da vom Zaun noch richtig geballert. Ich wusste auch niemals in meinem beschissenen Leben, dass irgendwann mal jemand misst, wie viel ich rauche. Ich hätte ja draußen, wäre ich ja auch nicht auf den Gedanken gekommen, oh, ich pisse jetzt mal ein Reagenzglas. Oh, Said, du hast wieder 50% zu viel gekifft oder so eine Dinger. Weißt du, was ich meine? Würde ich ja niemals drauf kommen, Alter. Auf einmal nehmen wir einen Pisse ab und sagen, ja, Sie müssen sich vorstellen, wie ein Thermometer, das platzt oben. Ihr Wert ist nicht mehr messbar. So, und deshalb sind sie nicht geeignet für den offenen Vollzug, weil die hatten halt Angst, dass ich dann rausgehe so, und mir dann was zu kiffen besorge, weil ich ja so krass süchtig bin und so, weißt du. Denken auch, dass man sich das spritzt bestimmt so. Die sind halt, die haben keine Ahnung, die ganzen Beamten sind alles meistens auch so hier. Ja, auf jeden Fall, musste ich diesen UK ja irgendwie loswerden. Ich war dann, wie gesagt, in Tegel, wollte dann an diesem UK-Programm teilnehmen. Als ich reingegangen bin, habe ich 110 Kilo gewogen. Das war so, ich war schon Ochse so. Auch nicht alles unbedingt Muskeln, aber Ochse so. Und was ich dann später halt auch mitbekommen habe, so, setzt sich THC, ist halt ein Öl, setzt sich in deinem Fettgewebe ab. So, und ist halt bei Leuten, die halt etwas stämmiger sind, so, ist es halt schwieriger abzubauen. So. Ich habe dann halt UK mitgemacht da, dieses UK-Programm mitgemacht. Und dann irgendwann, ich bin halt aus meiner Zelle nicht rausgekommen, dann hatte ich diesen einen, dann kam ich in diesen Flügel halt, wo du eine Stunde raus kannst, und habe mich wieder angefangen zu bewegen. So, man ist da halt immer im Kreis gelaufen, so. Alle sind eigentlich immer im Kreis gelaufen. Von hinten an die Schultern. Alle sind ständig im Kreis gelaufen, Alter. Und ja, wie gesagt, mein Körper kam wieder in Schwung, so, fing an, dass es irgendwie wieder in meinen Kreislauf gekommen ist. Auf einmal war mein UK-Wert zu hoch so, und sie wollten mir einreden, ich habe gekifft. So.
Ich habe Psychozustände bekommen da drin, ja. Ich habe gedacht, wirklich die miesesten Filme. Ich habe gedacht, so mein Mithäftling in der Zelle hat mir irgendwie Gras reingemischt, weil er will, dass ich jetzt länger drin sitze. So eine Dinger, weil du hast die ganze Zeit halt so, du denkst, warum, weshalb, ich habe nicht gekifft. Du weißt ja, dass du nicht gekifft hast. So, weißt du, da redet dir dieser komische, das ist ja kein Arzt, Digga, das ist ja ein Medizinmann, Digga. Ja? Der gibt dir für Zahnschmerzen, gibt er dir irgendwas gegen Fußschmerzen, Alter. Ist dem doch scheißegal, Alter. Der sagt einfach, du hast gekifft, ich weiß, dass du gekifft hast. Und du selber, du musst ja schon an deinem Verstand so zweifeln, weißt du, was ich meine? Dann konnten es ja nur noch andere Leute sein. So. Ich habe angefangen, alles, mein Essen. Da gibt es sogar Vegetarierküchen und sowas. Kriegst du Tofu-Würstchen und so eine Dinger. Ich habe gedacht, so irgendwann, dass es der Koch ist, wo ich mein Essen abhole. Weißt du, was ich meine? Ich dachte irgendwann so, der mischt mir irgendwas. Der will, dass ich drinne bleibe. So. Dann habe ich angefangen, meine Küche zu wechseln, so zu Vegetarier. Ich habe Vegetarierfressen gefressen. So. Die ganze Zeit, weil ich Angst hatte, so, dass, wie gesagt, dann war immer noch. Ich habe übelsten Zustände bekommen, auf jeden Fall. War auch kurz schon so vor irre werden, Alter. Dann hab irgendwann draußen, hab ich meiner Freundin das erzählt, so, das war ja die Einzige, die noch an mich geglaubt hat, auch so, mit meiner Mom zusammen. Wie gesagt, die haben dann irgendwann mit der Anwältin halt rausgefunden, so, diese halt, dass ich das halt ablagert, haben das meinem Anstaltsleiter, also, beziehungsweise meinem Gruppenleiter geschickt, so, dann hat er das Dings genommen, also alles in Kenntnis genommen, bla bla, und meinte dann zu mir, ja, ich sollte mich jetzt ab jetzt nicht mehr bewegen. Und ab da ist es dann auch stetig gesunken, so. Dann bin ich wieder irgendwann in offenen Vollzug gekommen, so. Ich konnte es gar nicht glauben, als sie meinten zu mir, ja, Said, pack mal deine Sachen, so, du kannst gehen, so. Ich dachte, das ist Verarschung irgendwie, so. So stand dann mit meinem Müllsack da, so, bam, die haben mich dann Richtung offenen Vollzug gefahren, so. Und da habe ich Kalusha kennengelernt, Alter. Ja. Kalle so, ja, auch gleich wie erste Blick so, ich dachte so, ja, bam, der ist cool so. Hab dann auch dafür gesorgt, dass wir dann auf einem Flur liegen so, irgendwann haben wir uns eine Stube so geteilt. Ja, und durch ihn habe ich dann mehr oder weniger richtig das Rappen gelernt. So, er hat mir dann beigebracht, was Doppelreime sind, und er war ja schon damals bei Y gewesen, so einem kleineren Label in Kreuzberg. Auch eigentlich schon ein bisschen Aufmerksamkeit gehabt, so irgendwie, und hat da halt sein Album aufgenommen, kurz bevor er halt auch inhaftiert worden war.